Servus und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe richtig Stress gerade. Ich muss nämlich ganz schnell ins Bett gehen, sonst werde ich gleich um 1 Uhr in Ohnmacht fallen. Und ja, wir haben unser Restaurant aufgemacht letztes Mal und haben das bis 11 Uhr auch offen gehabt. Deswegen muss ich jetzt ganz, ganz schnell ins Bettchen. So, also spätestens 8 Uhr schließen, Leute. Dann müsst ihr 3 Stunden draufrechnen, dann ist 11 Uhr. Und ja, dann werdet ihr ganz schnell in Ohnmacht fallen. Wir haben letztes Mal richtig viel Geld gemacht. Das ist gut. Das können wir nämlich in diesem Part wieder ausgeben. So wie es halt immer läuft. Und wir haben auch noch die Quest von Bianca, die wir erledigen müssen. Wir haben auch ein Geschenk bekommen von Milo. Dankeschön. Was da drin? Hey, dear friend, you've been incredibly generous throughout our friendship. I came across this the other day and thought that you should have it. Enjoy. Du warst sehr, ja, du hast sehr tolle Sachen gemacht während unserer Freundschaft und ich habe das hier gesehen, musste an dich denken und jetzt genieße es. Oh mein Gott. Was? Die Leute schenken mir so coole Sachen. Letztes Mal, im letzten Part, habe ich auch ein Geschenk bekommen mit 3 Sachen für mein Restaurant. Also 2 Tische, 2 verschiedene Tische, eins, das wir auch gebrauchen können und noch irgendwas. Ey, das ist ja so genial. Die schenken mir so tolle Sachen. Und wir müssen ganz, ganz dringend unseren Kühlschrank upgraden. Weil ich habe keinen Platz mehr im Kühlschrank. Und das ist natürlich blöd und doof. Und deswegen müssen wir das machen. Genau. Wir haben auch ein episches Rezept letztes Mal gefunden, das wir auch direkt umsetzen konnten im Restaurant. Und deswegen haben wir auch so viel Kohle gemacht. Also das war ja wirklich fantastisch. So, ich hole wieder unseren Schneider raus. Und wir werden nach Kupfer suchen. Kupfer fehlt uns nämlich noch für die Quest. Eisenerz habe ich schon genug. Kann ich aber trotzdem immer brauchen, ist ja klar. Aber Kupfer muss ich finden. Und leider weiß ich jetzt noch immer nicht, da ich in der Vorproduktion bin, weiß ich noch immer nicht, wo ich meine Smaragde verkaufen kann. Ihr habt mir das wahrscheinlich unter den letzten Part geschrieben, aber ich bin gerade in der Vorproduktion für die Polaris. Wenn ihr das Video seht, müsst ihr euch eigentlich auf der Polaris sein. Und deswegen kann ich leider die Kommentare noch nicht eingehen. Die nächsten 2 Parts werden auch noch vorproduziert sein und dann ist es wieder aktuell. Ja, aber für die Zeit muss ich natürlich Videos vorproduzieren und dann kann ich nicht ganz so gut auf die Kommentare eingehen. Wir haben den Rubin gefunden. Holy Guacamole. Der muss doch so viel wert sein. Der Rubin. Also das ist ja grandios. Ich bräuchte dringend Kupfer. Wie viel habe ich denn Kupfer? 3. Ja, ich brauche noch 2 Stück. Ich finde ja auch jedes Mal neue Edelsteine. Das ist richtig cool. Das nächste Mal können wir erst morgen öffnen, denn ich brauche noch Sake. Das ist mir ausgegangen. Und Sahne. Muss ich nachbestellen. Weil das geht ja nicht. Und ich möchte ja auch meinen Mitarbeiterbereich jetzt auch machen. Generell möchte ich eigentlich das Restaurant vergrößern, weil ich habe echt schon Platzprobleme. Ich brauche eh viel Geld für die ganzen Ausgaben, die jetzt kommen. Das ist schon ganz gut so, dass wir da gut Umsatz machen. Oh, nein, das ist wieder ein Rubin. Das ist kein Kupfer. Mir wäre gerade ein Kupfer lieber. Sag ich ganz ehrlich. Ah, das dauert auch echt lange. Sobald wir ein bisschen Geld übrig haben, muss ich echt hier upgraden mit den Tools. Oh, bitte tut mir nicht weh. Bitte tut mir nicht weh. So, wenn die gegen einen laufen, tut das nämlich ordentlich weh. Alles gut. Och, ich muss genau dahin. Alles gut. Ich will euch nichts. Ich will nur den Stein was. Och, Mist. Kein Kupfer heute. Das war knapp. Okay, hier ist noch ein Smaragd. Ich glaube, ich könnte richtig viel Kohle machen, wenn ich die verkaufe. Aber wie gesagt, ich habe noch nichts gefunden, wo ich die verkaufen kann. Bei Bianca geht es nämlich auch nicht. Das wäre so mein Guess gewesen, wo ich die verkaufen kann. Aber Bianca will die auch nicht. Leider. Okay, das war's schon wieder heute. Nur richtig tolle Edelsteine, kein Kupfer. Schade, schade, schade. Naja, gut. Hier kann ich ja noch immer nicht rein, oder? Ah, unavailable, genau. Ja, dafür brauche ich ja Bianca. Die muss mir das eine Ding für Tilo machen.
Mit Helio. Helio. Damit ich da reinkommen kann, wahrscheinlich. Bin mir nicht sicher. Ich kenne die Story ja nicht. Ich lasse mich gar nicht spoilern zur Chef-RPG. Das versuche ich generell immer bei meinen Let's Plays. Ich will mich nie spoilern lassen. Funktioniert manchmal besser, manchmal weniger gut. Gerade wenn man bei TikTok rumscrollt. So, Talk. Wir wollen uns natürlich mit dir anfreunden, weil... Leute, ich habe jetzt gemerkt, wie das mit den Geschenken ist und natürlich muss ich das machen. Ein seltenes Rezept. Das nehmen wir. Ja, bei ihr kann ich auch nichts verkaufen. Schade. Schade. Okay, was ist das? Vegan Purple Haze Martini. Der sieht ja mega gut aus. Der ist auch einiges wert gewesen. Weil wenn wir mal hier gucken, bei Getränke, ich biete gerade das hier an. Für 72. Dafür brauche ich Wodka, roten Apfel habe ich genug und Grapes. Grapes habe ich glaube ich nicht. Den Blender habe ich. Den brauche ich ja für den hier. Da gucken wir. Das wäre ja mega, wenn ich den anbieten könnte. Das ist ja so viel mehr wert. 72 gegen 168, fast 100 Münzchen mehr. Das gefällt uns. Das gefällt auch unserem Geldbeutel. Und rote Äpfel habe ich ja wirklich noch einige. Gut, dann schauen wir wegen Grapes, also Trauben. Und Sahne. Mein guter Telio. Hast du Sahne für mich? Shop. Ja, er hat was. Sehr schön. Da kaufen wir ihm gleich alles ab. Und Mehl, glaube ich, brauche ich ja auch. Kaufe ich ihm auch gleich was ab. Alles. Was soll der Geiz? Jetzt habe ich ja wieder Geld. So, das kann ich dir verkaufen. Das brauche ich jetzt erstmal nicht. Und das hier? Weiß ich gar nicht, was das ist. Ist das... Was ist das? Ahornsirup? Ich google schnell, damit wir es wissen. Fiesend. Fasan? Okay. Okay, meine Übersetzung weiß nicht, was es heißt. Aber fiesend heißt Fasan. Aber. Fasanensaft? Ich hoffe mal nicht. Falls ihr es wisst, schreibt mir es gerne in die Kommentare. So, heute ist Donnerstag. Warum ist denn der Typ nicht da? Okay, tell me, Dodi, what are your thoughts on Lava Cake? Was sind deine Gedanken zu Lavakuchen? Lava Cake is a redundant dessert. I'm not a fan, but I get why people like it. Ja, ich bin schon, ich mag es schon. Also Lavakuchen ist schon cool. Ein warmer Kuchen mit einem weichen Kern. Also, verstehe auch nicht, warum man das nicht mögen soll. So, du hast wieder Ingwer und auch ein seltenes Rezept. Also die hauen die Rezepte raus. Das ist ja unfassbar. Ingwer brauchen wir jetzt auch ganz schön viel. Und ansonsten glaube ich noch nichts. Nee. Nee. So. Gucken wir bei ihr. Talk, talk, talk. Talk, talk, talk. Ich will eure ganzen tollen Geschenke haben. Okay. Sie hat nichts außer Äpfel. Die brauche ich gerade nicht. Ah, ich könnte ja die verkaufen. Epic Ingredient. Oh nee, dann lassen wir es mal. Dann lassen wir das mal. Hier haben wir wieder das Rezept. Okay, habe ich die nicht schon? Nee. Was war das? Das geht mir immer zu schnell. War das ein Appetizer? Ja, es war ein Appetizer. Für 239? Das ist eigentlich auch ganz gut. Da brauche ich auch Seeigel dafür. Also, vegan ist das schon gar nicht. Ich meine, hier steht schon vegetarisch, aber vegan ist Seeigel wirklich nicht. Das könnte ich anbieten, habe ich alles. Ich habe Seeigel, ich habe Mehl, ich habe Chili. Ich hätte alles. Chili habe ich sowieso noch nicht in Verwendung, also könnte ich anbieten. Kann ich zwei Variationen anbieten an Appetizer, die auch ungefähr gleich viel Geld bringen. Das ist eigentlich ganz gut. So, ich wollte zu der Bibliothek, weil ich möchte mein Restaurant vergrößern. Und dafür brauche ich die Bibliothek. Da brauche ich das Girl, das dort ist. So, leider können wir die Quest bei Bianca noch nicht machen, weil ich dafür noch eben Kupfer brauche. Hier haben wir schon wieder ein seltenes Rezept. Ich nehme das jetzt alles mal mit.
Weil Rezepte sind schon wichtig. Okay, ja, ist jetzt nicht so lukrativ, 188, da gäbe es Besseres. Aber es ist okay. Es ist okay. So, Girl, ich brauche dich. Ich rede mal mit dir, weil mit der bin ich noch nicht so gut. Ist noch nicht so meine Bestie, die sieht auch immer so krantig aus. I have a moment. Is there anything you need right now? Right now, I think I'm okay, thanks though. I wait, you're not going to bite my head off. Sie möchte sich anfreunden. Also, ich habe so einen Moment. Brauchst du irgendwas von mir? Das ist schon süß, wenn man das fragt. Ich kann jetzt sagen, ich bin okay oder warte, du beißt mir nicht den Kopf ab? Ich mach mal einen Witz. Nee, obwohl sie ist einmal so. Sie ist einmal so, also bedanken wir uns. I'm simply offering assistance to a citizen of my town. It's always there, never question it. Ich biete einfach meine Hilfe an. Hinterfrag das nicht. Okay. Sie ist süß. Expand Buildings, was kostet denn das? 30.000 kostet es, wenn ich mein Restaurant upgraden will. Ich glaube, das überlegen wir uns noch mal kurz. Und die Energiekerne sind mir auch ein Rätsel. Okay, das machen wir nicht. Das Ding ist, ich kann ja hier die Böden ändern, aber wie kann ich denn die Fassade innen ändern? Das würde ich ja gerne machen. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Das wird wahrscheinlich erst schick, wenn ich das hier mache. Gut, wir sparen auf die 30.000. Die haben wir natürlich noch lange nicht. Deswegen hätte ich gesagt, gucken wir, dass wir mit dem Platz zurechtkommen und machen das Ganze ein bisschen platzsparender. Machen das Setting anders. Ja. Okay. Nee, ich will einfach nur lesen. Nein, Informationen. Nein. Ach, diese Leute. Hier bekomme ich nämlich auch Rezepte. Das wisst ihr ja schon. Also gucke ich da mal durch. Auch wenn ich wahrscheinlich nichts bekomme. Nee. Aber selbst wenn ich Rezepte bekomme, die ich schon habe, kriege ich ja dann Geld davon. So, nee, da ist nichts. Ganz vorne muss ich jetzt noch gucken. Die Leute sind weg zum Glück. Okay. Leider nein, leider gar nichts. Okay, dann werde ich gucken, wie ich mit dem Platz zurechtkomme, den ich habe. Und ich werde für die Mitarbeiter was aufbauen. Das wäre mir ganz, ganz wichtig, dass die endlich mal ihre Pause kriegen und ja, Tee einfach. Tee. Ich habe ja gelernt, wie man Tee macht. Ich habe es nur leider wieder vergessen, also mach's spontan. Hier haben wir zum Beispiel schon Teeblätter, die brauche ich ganz viel. Die muss ich wahrscheinlich jetzt auch sammeln für das ganze nächste Jahr. Ich denke mal, dass sie nur im Winter wachsen. Aber ich finde es cool, dass im Winter was wächst. Adults are so lame. Same, das habe ich auch immer gedacht, als ich ein Kind war. Aber es ist schön, wenn man so sorgfrei aufwächst. So. Das ist ja auch neu. Wächst auch nur im Winter, glaube ich. Sorghum. Das weiß ich nicht, was das heißt. Das gucke ich auch mal kurz nach, wenn ich schon dabei bin hier. Ich habe ja meinen Übersetzer offen. Sorghum. Es ist Hirse. Eine Hirsenart. Alles klar. Okay. Hier war jetzt nichts mehr. Gestern stand da doch so viel. Alles klar. Dann gehe ich mal. Wo gehe ich hin? Wo gehe ich hin? Angeln. Angeln wäre was, das wir nie machen. Und ich bin so schlecht darin. Aber ich muss Seeigel fangen. Weil die sind schon sehr teuer. Und es wäre cool, wenn ich dafür nicht so viel Geld ausgeben müsste. Aber meine Angelskills sind halt sehr schlecht. Oh, kann ich bei ihr schon shoppen? Nee, okay, das ist noch zu früh. Wie steht's denn eigentlich um meine Beziehungen? Hier, wir haben eine... Ja, wir haben schon richtig viele Close Friends. Nabia, Milo und Melu. Wir haben auch schon echt viele Freunde.
Oh, wie süß. Sind alles unsere Freunde. Bea, Alois, Telio, Hazel, Bianca, Uriel, Camille, Coa. Alles unsere Freunde. Und die anderen sind nur Bekanntschaften. Guck, Prisha ist auch nur eine Bekanntschaft. Mit denen müssen wir ein bisschen öfter reden. Aber das ist ja voll sweet. Hab mich schon voll angefreundet. Oh, meine Skill Points. Ich vergesse da immer gerne drauf, dass ich die einlöse. Ich habe schon 5. 5! Okay, ich könnte hier Thick Skin machen. Brauche ich aber nicht, brauche ich nicht. Obwohl. 2 Skill Points, 2. Oh, Endurance wäre schon cool. Naja, hier das kann ich nicht anlocken, weil ich das Greenhouse noch nicht nutzen darf. Das Glashaus. Dafür Better Prices when buying goods. Oh, das ist gut. Das nehmen wir. Dann wird das Ganze günstiger für uns. No purchase vending machines around town and sell consumables and edible ingredients. Items sell slowly over time, but are sold at high price point. Was? Ich kann jetzt Verkaufsstellen aufmachen. Und kann Sachen verkaufen. Cool. Das ist cool. Dann hier. Unlock Cooking Research Facilities. Das ist auch cool. Das ist sehr cool. Das können wir noch nicht machen, weil wir noch zu wenig Cooking Farming haben. Was sind denn Farming? Wie kann ich das verbessern? Ja, mit dem mit dem Glashaus wahrscheinlich, aber wo kriege ich denn das? Hier. Staff Training. High Staff will improve their skills over time. Maximum plus 2 from base value. Das nehmen wir. Damit die verbessern. Das ist gut. Okay. Ansonsten können wir nichts, weil da brauchen wir sehr viel Skill Points. Gut, 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 gut. Ja. Was ich bei Bianca auch fragen wollte, da gehe ich jetzt gleich hin, ist größerer Kühlschrank. So. Hi, Bianca. Zuerst mal reden. So, Shop. Mikroprozessor. Keine Ahnung, für was ich das brauche. Und sie hat echt gute Tools. Da kriege ich dann wahrscheinlich auch mehr raus. Chef Head Black. Brauche ich da alles oder kann ich das verkaufen? Das wäre ja richtig viel Geld für das. Ah, ich guck noch, für was ich es brauchen könnte. Ey, Bianca, warte. Warte, bitte. Shop. Kann ich bei ihr nicht einen größeren Kühlschrank machen? War da nicht was? Wait. Muss ich das hier machen? Nee. Ich dachte, ich kann das bei ihr machen lassen. Ich bräuchte einen größeren Kühlschrank. Weiß ich jetzt nicht, wo ich das machen konnte. Aber ich dachte bei Bianca. Naja, dann muss ich wohl damit auskommen, was ich jetzt habe. Ist ja auch nicht so schlimm. So, dann reden wir mal mit ihm. Nee, Geschenk eher nicht. Warte mal, bei ihm kann ich das ja auch nicht verkaufen, oder? Nee, auch nur die Mützchen. So. Oh, mit ihm habe ich noch ganz wenig gesprochen. So, talk, 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 talk. Tell me, do you have a partner in life? Hast du einen Partner? Nein. Ich hoffe irgendwann. If you keep an open mind, someone will walk in. Just be careful who you let in through that door. Wenn du einfach open-minded bist, also offen dafür, dann wird schon jemand reinkommen, aber pass auf, wer durch die Tür kommt. Alles klar. Machen wir. If you can find X23 Servo, can you bring it to me? Wenn du ein X23 Servo findest, kannst du ihn zu mir bringen? Ja? Danke. Kann ich machen. Wenn ich jemals sowas finde. Bei ihr kann ich das auch nicht verkaufen. Ach, Manno.
Okay, dann gucken wir mal, ob der einen Seeigel hat. Das wäre wichtig. Okay, wir sind mit ihm jetzt auch besser befreundet. Gut. Sehr gut ist das. Okay. Ja, er hat wieder Seeigel. Kaufen wir wieder mal ein. Für Sake brauche ich ja auch noch Geld. Und für Cream. Oh nein, das habe ich vergessen. Oh, Mist. Oder? Nee, habe ich gekauft. Nevermind. So, dann probieren wir uns mal kurz am Angeln, bis eben oben die Sake-Lady aufsperrt. Die Bea. Ich bin da halt so schlecht drin. Da ist noch Fisch hier. Kein Fisch da. Okay, hier. Okay, hier kann ich. Alles klar. Wünscht mir Glück, Leute. Ah, nicht mit der Maus. Ich mache es immer mit der Maus. Aber ich muss es mit der Tastatur machen. Alles klar, jetzt aber. Es ist so schwierig, Leute. Es ist wirklich schwierig. Also mit der Maus fangen. Beiß an, beiß an, beiß an. Okay, die Sake-Lady hat eigentlich schon offen. Nein, das ist zu schwierig. Ja, ich brauche eine bessere Fishing Rod. Ja, 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 ja. Da ist noch Fisch hier. Nothing to fish. I don't think I can fish here. Manu! Dann kaufe ich mir halt eine bessere. Ich nehme noch nicht die epische. Die ist noch nicht drin. So, gut. Dann rüsten wir die mal aus. Kann ich dir die andere verkaufen? Das wäre cool. Ja, kann ich. So. Dann haben wir gleich 90 wieder gut gemacht. So, dann probieren wir es nochmal. Alles klar. Einmal probiere ich es jetzt noch mit der besseren. Und. Und. Nix. Doch. Okay, ja, jetzt ist es einfacher. Definitiv. Oh. Okay, was habe ich? Yellowtail. Alles klar. Er noch da? Nee. Das kann ich halt auch verkaufen. Das, was ich nicht brauche. Aber ob ich jetzt Seeigel finde, ich weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, Seeigel spawnen am Strand, aber müssen wir noch rausfinden. Vielleicht ist das. Ah, ja, 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 ja. Vielleicht ist das was Saisonales. Oh nein, der zieht aber. Der zieht aber ganz böse. Böser Fisch, böser Fisch. Oh. Nochmal Yellowtail. Naja, gut. Ich gehe jetzt Sake kaufen. Das Angeln ist nicht meins. Bitte hab Sake im Shop. Ja. Puh. Ich kaufe alles. Ich muss alles kaufen. Wodka hat sie auch. Kaufen wir auch. Für den Appetizer. Was brauche ich noch für den Appetizer? Ah, nicht Appetizer, es war ein Beverage. Red Apple und Grapes. Oh nein, die habe ich vergessen zu kaufen. Sie ist schon wieder nicht da. Okay, egal. Egal, egal, egal. Wir kriegen das hin. Wir haben das, was wir brauchen. Ich schaue nochmal zur Sicherheit nach. Wodka, rote Äpfel, Grapes. Wodka habe ich. Gut. Jetzt muss ich wirklich meinen Kühlschrank dann auch sortieren, weil da sind jetzt Dinge drin, die ich natürlich rauspacken muss, weil der ja voll ist und Wodka ist da noch nicht drin, deswegen brauche ich einen Platz. Es ist stressig. Okay. Aber ich kann ja auch zu Hause lagern, stimmt. Das kann ich ja auch machen. Ja, schlafen. Okay, Freitag. Heute ist letzter Tag, wo ich einkaufen kann. Ich wollte ja auch noch den Teeladen machen.
Also den Tee, den Pausenraum sozusagen für meine Mitarbeiter. Wisst ihr was? Wir ändern jetzt das Layout. Wir ändern das Layout und dann gehen wir nochmal shoppen. So. Hier haben wir zum Beispiel jetzt drinnen. Was brauchen wir denn nicht? Also das packen wir gleich mal rein. Das auch und das auch. Wodka kann ich nicht reinmachen. Was brauchen wir denn gar nicht? Ich glaube, das Seaweed brauchen wir gar nicht. Ingwer kommt rein. Dafür kommt dann Wodka rein. Hot Spicy Milk brauche ich gerade nicht. Das brauche ich alles nicht. Und Tee brauche ich da unten. Mal gucken. So. Tee. Kann ich ja nochmal was reinpacken. Okay. Sie hat gesagt, ich kann ausprobieren, was gut ist. Tee mit Elderbeeren. Und Minze. Probieren wir das mal. Nein! Ich hab's weggeschmissen. Das ist mir doch letztes Mal schon passiert. Ah, ich hab's einfach zurückgepackt. Oh, zum Glück. Kurz Panik bekommen. So, das sind jetzt 20 fertig. Für die Mitarbeiter. Gut. Ich hoffe, die bleiben jetzt einfach da so lange, bis sie leer sind. Und dann ändern wir mal kurz hier alles. Ja. Uff, das wird jetzt anstrengend. So. Ich glaube, ich mache... Ich speichere es jetzt einfach einmal ab, damit ich wieder zurück kann, falls ich es jetzt vollkommen verkacke. So. Dann packe ich jetzt alles zurück. Alles. Wie kann ich das nochmal... Ah ja, hier. Alles... Einmal zurück, damit ich alles nochmal neu platzieren kann. So. Damit ich alles hübsch und neu machen kann. Genau, so. Den auch. Das Tee-Ding mache ich mal nicht weg. So, die ganze Deko, das ganze Zeug hier. So. 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 Yes. Gut. Machen wir das komplette Layout neu. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir machen können. Weil ich habe halt immer nur dazu geedit und jetzt passt das einfach nicht mehr, so wie es steht. Gut. Also ich möchte die Küche wirklich so rundum von dem Kühlschrank machen. Gut, das muss jetzt gut organisiert sein. Ihr wisst das ja. Ja. So, einfach mal alles auf die Seite. Okay. Von den Dingern brauche ich auch noch mehr. So. Okay, also ich möchte es rundherum machen von den Teilen hier. Wo kann ich denn das noch dazu machen? Hier. Gut. Ich mache diese Teile jetzt hin, auch wenn ich glaube, dass ich die bald wegmachen muss, beziehungsweise neue kaufen muss. Aber ich möchte jetzt nicht so viel Geld dafür ausgeben. So, wir machen das so um die Ecke rum. Genau. Ja. Die würde ich dann wieder reinpacken. Genau, wir machen das so um die Ecke rum. Und jetzt muss ich ein Layout finden. Leider kann ich hier die Teils nicht hinmachen. Das ist voll schade. Leider geht das nicht. So, also, damit die Kellner sich das grabben können, mache ich das mal hier so hin. Dann wäre cool, wenn hier auch noch so, so Plätze wären. Hier auch noch so drei. Schwierig, das zu positionieren.
sehr schwierig. Irgendwo sollte man halt auch rauskommen. Da könnte man dann rausgehen. Boah, sehr schwierig, Leute. Sehr, sehr schwierig. Hier den Grill. Beim Grill haben wir da nur einen. Boah, die Sachen habe ich auch noch. Och, Mist. Das ist so viel Zeug. Ich muss mir da mal ein richtig tolles Layout überlegen. Dafür habe ich jetzt auch nicht so viel Zeit in dem Part, aber das werde ich tun. Oh, Mist. Das dahin? Das dahin? Obwohl, hier wollte ich ja die Dinger hinmachen. Ist auch nicht so toll. Alles nicht so toll. Ja, da kann man halt rumgehen. Ist aber nicht schön gelöst, muss ich zugeben. Das ist wirklich nicht schön gelöst. Es ist okay fürs Erste, aber es ist nicht schön gelöst. Aber ungefähr so den Platz von der Küche möchte ich eigentlich beibehalten. Dann würde ich sagen, machen wir hier unten den Mitarbeiterbereich. Ich grenze den mal so ein bisschen ab. So. Den Mitarbeiterbereich. Genau, da machen wir dann dieses Ding hier rein. Wo ist jetzt der Tee hin? Ich hoffe, der spawnt gleich wieder, weil sonst werde ich wütend. So, dann. Wo ist dieses eine Deko-Element mit dem Hocker? Sessel? Hier. Ach, den kann ich nicht drehen. Das ist sehr komisch. So. Mitarbeiterbereich. Und dann kann ich hier überall die Gäste platzieren. So, einmal hier. So. Das ist jetzt auch nicht so die schöne Lösung. Aber sie ist okay. Mhm. So. Ja, ist wirklich nicht die schönste Lösung. Aber ist okay. Kann man mal machen. Fürs Erste. Hätte es schlimmer kommen können. Ich meine, ich könnte eins rübergehen. Dann wäre da noch ein bisschen Platz. Dass das wenigstens ein bisschen schicker aussieht. Wenn wir dann die 30.000 zusammen haben, müssen wir sowieso wieder alles umbauen, weil ich da ja vergrößere dann. Also das ist dann sowieso wieder ganz anders. So, hier kommen die zwei wieder hin. Und dann platzieren wir hier noch ein paar. Ja, da können wir zum Beispiel das dahinter machen. Das sieht sicher auch ein bisschen cute aus. So. Das dahin vielleicht. Komm schon. So. Ja, ich könnte die Küche auch so abgrenzen, damit man nur die Tische sieht, wo eben das Essen dann rausgestellt wird für die Kellner. Und hier dazwischen kann ich auch immer so Blümchen stellen. Gucken, ob die dann da hinkommen. So. Wir werden mal gucken, ob das funktioniert, was wir hier machen. Ja, ich save das jetzt auch mal. Auf Slot 2. Oh. Hä? Was ist? Okay, hier kommt man nicht hin. Stimmt, hier kommt man nicht ran. Und hier auch nicht. Okay, dann muss ich das wirklich umstellen. Dann kann ich das ja gleich wegpacken. Der Mitarbeiterbereich sieht noch sehr, sehr, naja, dürftig aus. Und hier kommt man auch nicht hin. Okay, jetzt. Speichern.
Ja, jetzt passt's. Hübsch ist es nicht, ich weiß. Hübsch ist es nicht, aber es erfüllt mal den Zweck fürs Erste. Leute, das war's mit dem heutigen Part. Wir haben ein paar Änderungen vorgenommen und können dann im nächsten Part direkt wieder den Laden öffnen. Wir haben wieder die Zutaten und alles, was wir brauchen. Und ich glaube, ich überarbeite das Menü auch nochmal ganz kurz, damit wir den anderen Appetizer da auch jetzt mit reinbekommen und das Getränk. Und wir werden noch nach den Trauben Ausschau halten. Ja, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.